schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte am 8. März Geburtstag. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Ich habe euch ja auf meinem Vlog-Kanal ein bisschen mitgenommen an meinem Geburtstag. Und falls ihr meinen Vlog-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. So, meine Eltern sind jetzt da. Ich packe jetzt Geschenke aus. Und Mama sagt, das hier wäre doof. Hässlich? Hässlich? Wieso kriegt ihr denn? Nur ein Versuch. Geschenk. Ja. Was ist denn hier noch? Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch zeige, was ich mir denn heute zu meinem Geburtstag gegönnt habe. Und zwar ist das zum einen etwas von Guess. Wie dem auch sei, ich hatte Geburtstag und ich habe natürlich auch Geburtstagsgeschenke bekommen. Und die möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ich habe dieses Jahr nämlich richtig coole Geschenke bekommen. Und ich denke auch, dass einige dieser Geschenke euch vielleicht auch interessieren könnten. Deswegen zeige ich die euch jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich habe euch auf meinem Vlog-Kanal ja schon so das eine oder andere Geschenk gezeigt. Also nicht wundern, wenn vielleicht nicht so alles hier drin ist, weil ich nehme jetzt hier wirklich eher die Hauptgeschenke und so kleine Nebengeschenke wie zum Beispiel Schokolade oder so, lasse ich jetzt mal raus. Aber ich freue mich natürlich auch sehr immer über Schokolade. Also nicht falsch verstehen. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem Geschenk von meinen Eltern an. Das habe ich mir gewünscht und ich finde die wirklich wunderschön. Und zwar sind das goldene Kreolen. Yay! Ich wollte nämlich unbedingt gerne mal vernünftige Kreolen haben. Denn die letzten, die ich mir, glaube ich, bei Gina Tricot oder so gekauft habe, also einfach nur so Modeschmuck, da habe ich total drauf reagiert. Da haben sich meine ganzen Ohrläppchen entzündet. Ich glaube, der Durchmesser beträgt 5 cm. Da wurde ich nämlich auch schon auf meinem Vlog-Kanal häufiger gefragt. Ich finde, die haben eine sehr schöne Größe. Sie hätten noch einen Ticken größer sein können, aber ja, die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und seit ich die habe, trage ich die wirklich fast jeden Tag. Ja, und wenn wir gerade schon mal bei Ohrringen sind, seht ihr vielleicht die, die ich gerade anhabe. Die habe ich von der Kathi bekommen und die finde ich auch super, super schön. Das sind ja so zwei Kreise. Der eine Kreis, der kleine, ist halt vor dem Ohrläppchen und der große Kreis ist hinter dem Ohrläppchen und ich liebe einfach solche Ohrringe, die hinten und vorne was haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Außerdem habe ich von Kathi und meiner Freundin Svenja zusammen noch was richtig Cooles bekommen, was ich euch jetzt zwar hier so nicht zeigen kann, worauf ich mich aber schon sehr freue. Und zwar werden wir in so ein Escape Room gehen, aber nicht in irgendeinen, sondern in einen Harry Potter Escape Room. Und zwar ist der, glaube ich, in Krefeld, haben die mir erzählt. Der macht jetzt neu auf. Und da werden wir jetzt irgendwann im April oder so mal reingehen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Ich werde höchstwahrscheinlich das Ganze auch vloggen, wenn man das darf. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr sowas schon mal gemacht habt und wie ihr das fandet. Ich glaube, es gibt ja auch so verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also, wie schwierig jetzt die Harry Potter-Variante ist, weiß ich nicht. Aber egal, wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr witzig und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Von meiner Freundin Sarah habe ich mir das hier gewünscht. Und zwar ist das von Clarin, das Addition Concentré Éclat Radiance Plus Golden Glow Booster. Das hier ist ein Selbstbräuner fürs Gesicht und den kann man einfach jeden Abend in seine Feuchtigkeitspflege mischen oder auch morgens, ist egal. Und wenn man dann halt zum Beispiel morgens wieder aufsteht, dann hat man so einen ganz leichten Glow. Also letztendlich ist es einfach ein kleiner Selbstbräuner fürs Gesicht, der aber auch irgendwie pflegend ist, habe ich das Gefühl. Und den probiere ich halt gerade aus. Den habe ich mir einfach mal gewünscht und bisher bin ich sehr zufrieden damit. Ich werde euch übrigens die Produkte, die ich irgendwie online finde oder so, in der Infobox verlinken, damit ihr euch das natürlich auch anschauen könnt. Denn ja, dieses Video ist ja jetzt nicht dafür da, dass ich jetzt mit meinen Geschenken angebe oder so. Das drehe ich jetzt wirklich aus dem Grund, weil ich einfach denke, dass hier so viele Sachen dabei sein könnten, die ihr vielleicht auch cool findet und ihr euch vielleicht auch wünschen könnt oder euch einfach gönnen könnt. Keine Ahnung, wie dem auch sei. Auf jeden Fall werde ich euch das auch in der Infobox verlinken. Von meinem Bruder habe ich mir was Technisches gewünscht und zwar dieses Teil hier. Das ist letztendlich einfach ein Adapter für mein MacBook. Ich zeige euch das gerade. Das hier ist mein MacBook und das habe ich mir neu gekauft und um ehrlich zu sein, habe ich es nicht gewusst, dass dieses MacBook einfach keine Anschlüsse hat. Das hat nur solche komischen Anschlüsse, wovon ich auch überhaupt nichts habe, außer natürlich das Ladegerät passt da rein. Ansonsten ist hier weder ein USB-Anschluss dran, noch kann ich hier eine SD-Karte reinstecken, gar nichts. Und das hat mich mega geärgert, weil ich das gar nicht vorher wusste. Also da habe ich mich wohl schlecht informiert, ist meine eigene Schuld. Aber ich habe mir dann deswegen hier so einen Adapter gewünscht. Den kann man nämlich einfach jetzt hier so reinstecken. Zack. Und ich finde, der ist auch recht schön, weil der genau die gleiche Farbe hat wie das MacBook.
Und dann kann ich jetzt hier halt USB-Sachen anschließen, meine Speicherkarten zum Videoschneiden reintun und, und. Also sehr, sehr, sehr praktisch. Und ich finde auch gerade das hier so praktisch, dass es halt an dem Laptop dann dran ist und nicht nochmal mit einem Kabel, weil sowas finde ich irgendwie immer sehr nervig und ätzend. Und ja, das Teil habe ich zum Beispiel auf Amazon gefunden, aber mein Bruder hat es mir dann halt besorgt zu meinem Geburtstag und das werde ich euch natürlich auch verlinken. Das ist nämlich wirklich sehr praktisch, falls man nämlich auch das MacBook hat, das leider keine Anschlüsse hat. Total dämlich. Apple, was hast du dir dabei gedacht? Kommen wir jetzt zu den Geschenken von Barbara und Hendrik. Und ich habe mir von denen eigentlich nur einen neuen Kosmetikspiegel, oh, der blendet, gewünscht. Und zwar habe ich jetzt hier diesen bekommen. Das ist so ein kleiner Kosmetikspiegel, ganz normal, würde ich sagen. Aber ich habe tatsächlich auch noch mehr bekommen. Und zwar zum einen, mal hier unten gucken. Tada! Habe ich noch ein Bild bekommen im Bilderrahmen. Total süß. Vielleicht kennt ihr das Bild noch. Das ist von dem letzten Video, was Barbara und ich zusammen gedreht haben auf ihrem Kanal. Und das habe ich zum Beispiel auch auf Instagram gepostet. Ja, das hat sie ausgedruckt und in einen Bilderrahmen getan. Das finde ich sehr süß. Ich liebe einfach solche persönlichen Geschenke. Das sollte ich selbst vielleicht häufiger auch mal verschenken. Ich denke da irgendwie nie so dran. Aber ja, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und das wird auf jeden Fall noch einen Ehrenplatz auf meinem Regal hier in meinem Büro finden. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe außerdem noch diese ultra süße Kosmetiktasche bekommen und die ist so, so schön. Genau mein Ding, ne? Das ist mit Roségold und rosa und mit einem Schleifchen und ja, sie meinte halt, das hätte sie an mich erinnert. War das jetzt korrekt grammatikalisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist das einfach so eine kleine Kosmetiktasche. Kann man super ein paar Schminkprodukte mitnehmen und so. Okay, kommen wir jetzt zu den Geschenken von Philipp. Und er hat mir zum einen diesen Sport-BH von Victoria's Secret gekauft. Und ja, das ist einfach ein richtig schöner, schlichter, schwarzer Sport-BH. Den kann man immer gut anziehen. Der hat hinten so ein, ja, so ein Netz, würde ich sagen. Und ja, hatte ich schon an, ist sehr bequem und da kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Passend zu diesem Sportthema habe ich tatsächlich noch was bekommen. Und zwar habe ich diese Uhr hier noch bekommen. Mir fällt gerade nicht so der richtige Name für diese Uhren ein. Es ist ja keine richtige Smartwatch, glaube ich, oder ist es doch? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist die ziemlich cool. Die kann nämlich den Puls messen, die kann natürlich anzeigen, wie viel Uhr es ist. Und die zählt die Schritte so über den Tag, da kann man immer nachprüfen, wie viel man so gelaufen ist. Und da hat man auch so verschiedene Ziele, die man erreichen kann. Außerdem kann man das mit dem Handy verbinden, einfach per Bluetooth. Und dann vibriert die immer, wenn man zum Beispiel auf WhatsApp eine Nachricht bekommt oder wenn ihr mir auf Twitter irgendwas tweetet oder so, dann bekomme ich das direkt auf die Uhr und dann sieht man auch schon so eine kleine Vorschau auf dieser Uhr. Also sehr, sehr, sehr cool. Da ist er ganz von selbst drauf gekommen, also richtig süß, hat mich total gefreut. Ja, und dann habe ich noch was von Victoria's Secret bekommen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich euch das überhaupt zeigen will, aber andererseits, wir sind ja hier fast alles nur Mädels, oder? Ich glaube, ich kann es euch zeigen. Und zwar hat er mir so ein kleines Unterwäscheset geschenkt. Ja, und das sieht so aus. Richtig, richtig, richtig süß und total schön. Ja, mit Spitze und mit Pünktchen und ja, richtig, richtig hübsch. Dazu habe ich auch noch das passende Höschen gekriegt und ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr schön und hat mich sehr gefreut. So, ich glaube, das war jetzt im Großen und Ganzen das, was ich zum Geburtstag bekommen habe, zumindest bisher. Ich habe zum Beispiel noch meine anderen zwei Brüder noch nicht gesehen. Vielleicht kriege ich da noch das ein oder andere. Aber ja, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich die sehe. Deswegen wollte ich das Video jetzt mal drehen, weil der März ist ja schon wieder fast vorbei. Ja, aber ich habe noch eine Sache, die ich mir zu meinem Geburtstag selbst gekauft habe, so als Geburtstagsgeschenk an mich selber. Und zwar war ich nämlich mit meiner Mama an meinem Geburtstag in Romont und das habe ich auch ein bisschen gevloggt. Also wie gesagt, schaut gerne auf meinem Vlog-Kanal vorbei. Und da habe ich mir eine kleine Handtasche gekauft. Und zwar ist die von Michael Kors. Und ich fand die einfach so hübsch, weil das nämlich eine Umhängetasche ist. Die trage ich eigentlich am liebsten, weil ich einfach immer gern die Hände frei habe. Und die kann man sich dann einfach umhängen und man kann shoppen gehen. Man hat nicht so eine schwere Riesentasche. Ja. Deswegen mag ich sowas immer sehr, sehr gerne. Ich wollte gerne so eine helle kleine Umhängetasche haben. Die ist auch noch mit so ein bisschen rosa hier oben. Ja, ansonsten mit goldener Hardware oder wie man das nennt. Da passt wirklich sehr viel rein. Voll die Müllhalde da drin. Ach du Scheiße. Ja. Das ist jetzt mal so ein Real Life What's in My Bag. Nein, ich zeige euch jetzt nicht, was da alles drin ist. So interessant ist das nicht. Ja,
Und das habe ich mir dann noch selbst gegönnt. Ja, und das waren alle Geschenke. Also noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die mich beschenkt haben. Und natürlich auch die, die auf der Geburtstagsparty von Philipp und mir waren. Und ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Sache. Falls euch irgendwas davon interessieren sollte, wie gesagt, alles ist in der Infobox verlinkt. Zumindest fast alles, wenn ich es finde. Und dann verlinke ich hier auch noch meine letzten beiden Videos. Da könnt ihr gerne reinschauen. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Ciao!